Santo Domingo, die älteste europäische Stadt auf amerikanischem Boden. Die Kathedrale, errichtet im frühen 16. Jahrhundert. Wehrhafte Häuser aus massivem Feldstein. Am Hafen dann eine kleine Kirche, das Haus des Kolumbus. Rund um den Altstadtplatz die gewöhnlichen Wohnhäuser. Und das erste Hospital. Ein Bummel durch das Zentrum der Dominikanischen Republik. Überall Verkaufsstände, zum Beispiel auch für Bernstein. Der Markt von Santo Domingo. Faro El Colón, ein Denkmal, errichtet zum 500. Jahrestag der Entdeckung Amerikas. Ein Besuch im Aquarium. Und außerhalb der Stadt der Drei Grotten. Ein System von Korallengrotten mit unterirdischem See.